Der Cantina Talk wird euch präsentiert von svtorcantina.de. Herzlich willkommen zur 60. Ausgabe des Cantina Talks nach dieser langen, aber ungewollten Pause. Ja, so sieht's aus. Von mir natürlich auch herzlich willkommen. Bei mir ist auch natürlich alles wieder fit. Die Stimme ist da, ihr hört es. Ja, wir haben uns jetzt am Freitag mal wieder hingesetzt. Nach, ja, du hast schon gesagt, langer Pause. Fast 2 Wochen waren es jetzt, ne? Mhm. Genau. Und da wollen wir mal wieder ein bisschen über die Geschehnisse der vergangenen 2 Wochen quatschen. Genau. Und was hatte das für Gründe? Diverse. Ja, ihr habt es ja gelesen. Einerseits gesundheitliche Probleme, andererseits bei mir immer noch, jetzt auch, ich hoffe, das Internet hält durch, Internetprobleme. Der geneigte Zuhörer wird ja wissen, dass ich hier ein schlechtes Dorfinternet sowieso habe. Das heißt, bei mir kommt normalerweise ja, so 2,4 Mbit an. Also nicht sonderlich viel, aber es reicht, wenn man nicht 30 GB runterladen muss oder ähnliche Sachen. Ja. Zum Spielen und so weiter ist das in Ordnung. Ja, das Problem ist jetzt nur, dass letzten Sonntag, als wir eigentlich aufnehmen wollten, dann gab es hier irgendwie ein großes Unwetter. Und scheinbar ist es so, dass dort Wasser in den Verteilerkasten gelaufen ist. Das ist noch nicht so sicher, aber das ist so das, was ich gehört habe. Und seitdem gibt es bei uns im Dorf eigentlich bei vielen Häusern kein Internet und kein Telefon mehr. Wir haben das Glück, dass hier immerhin noch das Internet und Telefon funktioniert. Allerdings äußerst lahmarschig. Ja. Also momentan, ich habe vorhin noch mal eine Messung gemacht, mache jetzt jeden Tag eine Messung, ne, um mal zu gucken, ob sich was bessert. Hatte ich wieder phänomenale 0,6 Mbits. Richtig, richtig heftig, nicht? Und von daher ist das alles ein bisschen schwierig, vor allem Spielen ist schwierig. Ich war halt auch nicht raiden die Woche, weil wenn hier mein iPhone die E-Mails synchronisiert, dann steigt schon die Ping. Ich habe alles ausgemacht. Aus dem WLAN rausschmeißt. Ich habe alles ausgemacht. WLAN habe ich komplett ausgemacht. Ich habe nur noch den Rechner dran gerade. Das ist auch der einzige Grund, weshalb das hier, denke ich, relativ leckfrei eigentlich ablaufen sollte, hoffentlich. Ja. Außer mein Rechner meint, der müsste irgendwas im Hintergrund runterladen, aber das habe ich eigentlich auch ausgestellt. Und ja, das ist das Problem und ich hoffe mal, dass das jetzt irgendwie demnächst auch mal behoben wird, weil da hast natürlich nicht viel zu tun in Game, nicht? Ich habe jetzt natürlich dadurch meine Festung dekorieren können in der Zeit, die ich hatte. Auch lange noch nicht fertig. Das geht, aber auch mit schlechter Ping. Das ist der Vorteil dabei. Aber alle anderen Aspekte des Spiels sind natürlich damit nur sehr schwierig zu spielen. Von daher alles ein bisschen schlecht und deshalb hat sich das alles ein bisschen verschoben. Aber deshalb sind wir ja jetzt wieder hier. Genau. Versuchen das Ganze, nicht? Richtig. Vielleicht wollen wir erstmal ein bisschen darüber reden, was wir denn in den letzten 2 Wochen gemacht haben. Ich habe in der letzten Woche nichts gemacht, ich habe es gerade schon gesagt. Warum sollte klar sein, außer die Festung eingerichtet. Aber was hast du denn Schönes gemacht? Ich habe eigentlich fast genauso wenig gemacht, einfach weil ich wenig Zeit hatte. Ich habe dann auch erst am Mittwoch, als dann der Patch online kam, warum das alles am Mittwoch kam, kommen wir auch gleich noch zu, habe ich das erste Mal diese Woche SWTOR wieder angeschmissen, seit letzter Woche Donnerstag, glaube ich. Ja. Und habe dann auch erst gepatcht, habe mir dann die Festung gekauft, habe da das schöne Video gemacht und habe seitdem auch in-game nur die Festung eingerichtet. War gestern Abend leider nicht ganz so erfolgreich im HC-Raid, aber mein Gott, solche Tage soll es ja auch geben. Und das war's, was ich gemacht habe. Also ich habe auch vorhin ja schon außerhalb des Talks erwähnt, aktuell ist bei mir so ein bisschen Flaute. Weiß nicht, ob das an meiner Zeit liegt oder weiß nicht, irgendwie fehlt mir auch gerade so ein bisschen die Lust. Muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelte. Vielleicht ist das jetzt auch bei mir so ein bisschen das mein kleines Sommerloch. Genau. Ja, richtig. Mir fällt was ein, was du noch erzählen könntest. Was denn? Na, denk mal nach. Habe ich jetzt wieder gemacht. Denk mal nach. Das ist aber nicht, das ist vor Donnerstag letzter Woche gewesen. Vor Donnerstag letzter Woche gewesen. Aber Donnerstag letzter Woche hast du damit angegeben. Ha. Ha, was war denn das jetzt wieder? Soll ich mal eine Zahl nennen? Ja, nenn mal bitte. 204. Ah ja, ha. Schön. Ja, das war gut, dankeschön. Ja, das habe ich jetzt gar nicht als wichtig erachtet. Ich war, Mono 8er HC und habe erstmal schön die 204er Mainhand für meinen gelehrten DD und meinen Hexer Heiler abgestaubt. Und das war natürlich ein mega Boost und dann bin ich ja, nachdem ich diese Mainhand gekriegt habe, gleich erstmal eine Puppe und habe einen DPS-Schub von 200 DPS gehabt und das natürlich ordentlich durch einen Teil, ne? Ja, das war schon natürlich geil, auch mächtig Machtkraft dazu, ne? Ja, aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen
Hass auf mich gezogen, denn es ist ja so gang und gäbe, dass diese Waffe Free for All rausgegeben wird, also jeder darf drauf rollen. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich gewonnen habe und wir hatten einen Gelehrten dabei, der wohl schon einige Wochen immer und immer wieder da reingeht, diese Waffe aber einfach nicht bekommt. Und ich habe dann auch, ich glaube, das Höchstgebot waren 12,5 Millionen Credits bekommen und habe aber gesagt, nee, ich möchte die Waffe gerne behalten, weil von den Credits habe ich ja immer noch nicht die Waffe, ne? Nö, das ist richtig. Ja, nee, habe ich dann auch dankend abgelehnt, aber gesagt, okay, wie heißt du? Okay, habe ich mir aufgeschrieben, Aldoril, dich mag ich jetzt nicht mehr. Habe ich dann zu hören gekriegt. Fand ich, ja, okay, mein Gott, dann ist es eben so, wenn man das so assoziieren muss. Ja, manche Leute haben halt unverschämtes Glück, ja. Wie du, und manche eben nicht. Ab und wie zu, ich auch ne? Ab und zu. Wann habe ich denn sonst mal so ein Glück? Oh, oft. Vielleicht soll ich es mir aufschreiben. Jetzt habe ich kein Beispiel. Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist öfters. Ja, was haben wir letzte Woche, vorletzte Woche erzählt? In einem Tag dein Kommando komplett ausgestattet, ne? Da war doch auch was. Ja, das war in 2-3 Tagen, ja. Na. Aber das war auch, weil ich fleißig war und nicht nur, weil ich Glück hatte. Na gut. Das war, ne? Fleiß. Na, dann will ich das mal. Ich habe ja auch die Raids gebaut und sowas. Bin ja nicht nur auf das Glück angewiesen. Gut, ja, was habe ich gemacht? Ja. Vor 2 Wochen oder vor 1,5 Wochen. Das ist schwierig. Mein Gedächtnis ist nicht so gut in solchen Dingen. Ach, ich habe meinen Gelehrten auch mal auf DD geskillt, weil ich irgendwie das auch mal ausprobieren wollte. Ich habe den immer auf Heiler gespielt. Ich habe jetzt auch noch nicht die Heileränderung testen können, ärgert mich auch. Aber gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Du hast ja schon mal ein bisschen angeguckt wenigstens. Ja. Und das war spannend, weil ich mit meinem Gelehrten dort an der Puppe dann nicht auf die 4K kam, was eigentlich ein bisschen mich demotiviert hat. Und irgendwie hat das alles nicht so richtig geklappt. Und dann habe ich dir meine Accountdaten gegeben und hast du das Ganze gemacht und hast plötzlich die 4,2K. Ja, es war aber auch, also zwischendurch, ich konnte es nur leider zum Schluss nicht halten. So bei 700K war ich dann teilweise noch bei 4.350. Wobei ich auch zwischendurch dann schon mal ein bisschen weiter runter war, aber der Potenzial ist auf jeden Fall da schon bei dem. Da muss man sagen, das Gear ist noch nicht so super geil. Aber irgendwas, ich habe auch keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe, weil wir waren ja danach dann nochmal an der Puppe irgendwann, gegen Abend oder am nächsten Tag oder keine Ahnung. Und das war dann zwei Stunden später oder sowas. Ja, es kann sein. Genau, und da standst du einfach daneben und ich habe dasselbe gemacht und dann war ich auch auf knapp 4,2. Also irgendwas lief da ganz verkehrt. Ja, aber das ist noch ein Projekt, wo ich gerade dran bin, so ein bisschen, wenn ich den spielen kann, ja, dass ich ein bisschen meinen Gelehrten auch mal auf DD ausprobiere. Ja, und ansonsten habe ich auch ein bisschen gefarmt mal wieder seit langer Zeit. Ein bisschen mit meinem Assa habe ich ja die Story nachgezogen und habe dabei viel geplündert. Habe dann noch einige MK10-Kits gebaut, ein bisschen Geld damit gemacht. Das ist natürlich schon wieder alles weg. Ja. Seit gestern. Ja, klar. Seit vorgestern. Und naja, gut. Aber das war so im Prinzip das, was ich getan habe. Also nichts super unglaublich Spektakuläres. Aber jetzt habe ich erstmal viel zu tun mit meiner Festung. Ja, ich bin gerade eben auch auf mein Kommando gegangen. Ich habe hier gerade mal ein bisschen wild rumgeheilt, möchte ich nur schon mal einwerfen. Ich habe gerade meinen persönlichen Crit-Rekord aufgestellt für einen Heal-Crit von 17,5k. Das ist nicht verkehrt. Ja, ich glaube aber auch, ich hatte alles auf mir drauf, alle Buffs und die Relikte sind auch geprockt. Also der Buff von der medizinischen Spezialsonde ist schon ordentlich, würde ich sagen. Und wer damit crittest, da könnte man sich schon fast wieder überlegen, ob es nicht wieder ein bisschen sinnvoller wird, nochmal wieder auf ein bisschen mehr Crit zu gehen beim Heiler. Weil ich jetzt gerade von runtergegangen bin. Müssen wir mal gucken. Das ist halt immer so ein Trade-off, ne? Ist immer sehr abhängig von dann. Ja, richtig. Also wenn du nicht crittest, dann hast du halt ein Problem, vor allem bei schwierigen Situationen im Raid. Muss man sehen. Genau, gut, dann lass doch mal ein bisschen die letzten 2 Wochen Revue passieren lassen. Wir fangen mal an mit einer Geschichte, die ein bisschen zurückliegt. Und zwar war das am 12. Juli, das war kurz nach unserer letzten Podcast-Ausgabe, die war nämlich am 11. Juli. Und da war in San Diego auf der Comic-Con oder neben der Comic-Con, also es war nicht offiziell, glaube ich, also es war, glaube ich, nicht offiziell auf dem Comic-Con-Gelände, sondern irgendwo daneben, halt ein Cantina-Tour-Event. Und da gab es einige Fragen und Antworten. Und die wollen wir mal durchgehen. Manche Fragen sind halt wirklich
ja, weiß ich nicht, nicht so spannend, aber wir gehen die einfach mal alle durch und schauen mal, ob da was Spannendes dabei ist. Die erste Frage, die gestellt wurde im Rahmen dieser Kantina-Tour, war, ob es mehr Farbkristalle im Kartellmarkt geben wird. Tolle Frage. Ja, richtig geil. Natürlich. Aber, ja, wird es geben, natürlich, gibt Geld, ne? Ja, eben drum. Also ich glaube, wenn ich die Entwickler was fragen könnte, dann würde ich nicht nach mehr Farbkristallen fragen. Aber man weiß natürlich immer auch nicht, ob es vielleicht vorher wieder, das gab es ja, glaube ich, bei der Anaheim-Kantina-Tour, so ein Filtering-Prozess da gab, ne, wo man dann die Fragen auf so ein Kärtchen schreiben sollte, dann musste man das abgeben und dann haben sie sich nur die Fragen rausgesucht, die sie auch beantworten wollten. Ist natürlich die Frage, ob das hier ähnlich ablief. Ne? Sowas finde ich aber sowieso immer scheiße. Dann soll man sich mal einfach dem Publikum aussetzen, das Podium setzen und wirklich einfach mal die Fragen aus der Gruppe nehmen und die dann beantworten. Ich glaube, dann würden die ganz schön ins Schwitzen kommen. Ja, das denke ich mir auch. Die nächste Frage ist aber schon ein bisschen interessanter. Die Frage war, was ist mit PvP? Wird es neue Maps geben? Die Antwort war, momentan gibt es keine neuen Maps oder Spieltypen, über die wir reden können. Ja. Auch wieder eine sehr allgemeine Antwort, über die wir reden können. Kann natürlich heißen, sie überlegen sich irgendwas. Es war ja auch schon mal die Rede davon, dass es irgendwie dort Pläne gab, schon vor mehreren Monaten. Aber gut, gab es da auch keine richtige Antwort drauf. Aber wie du schon mal vor 2 Wochen war das, glaube ich, im Cast gesagt hattest, als PvP-Spieler muss man ja so hart angepisst sein, ne? Ja, ich weiß es nicht. Na gut, heute ist ja, oder ich sag mal heute ist doch überhaupt nicht. Ich bin immer bei Donnerstag, bei Mittwoch, ich weiß auch nicht warum. Heute ist Freitag, haben wir noch gar nicht gesagt, heute ist Freitag. PvP ist ja jetzt neue Saison gestartet, ne? Saison Nummer 6. Jo. Nummer 5 war zu Ende, da gibt es natürlich auch wieder so ein paar Probleme. Das Mount wurde nicht rausgeschickt, das ist irgendwie ein Bug. Ne? Also alle diejenigen, die sich wundern, dass sie noch kein Mount bekommen haben, ihr bekommt das noch. Wann ist aber leider noch nicht bekannt. Da ist wohl irgendwas schief gelaufen. Genauso wie diese Top 96 Titel. Die sind auch noch nicht raus. Die kommen aber erst, wenn das Mount draußen ist, scheinbar. So wie ich das gelesen habe. Aber gut, ist was anderes. Also PvP gibt keine neuen Maps oder Spieltypen, über die wir reden können. Dann war eine Frage, ob das Eroberungsevent irgendwie überarbeitet wird. Es ist natürlich auch irgendwie eine Frage, die, weiß ich nicht, nicht so ganz sinnig ist, denn natürlich müssen sie das ja an den neuen Content anpassen. Das war ja die Frage, oder das war ja das, worauf es abzielte. Ne? Na klar, muss man, wenn jetzt der neue Content kommt, irgendwie auch die Objectives, die da sind, entsprechend anpassen. Das soll auch passieren. Auch ganz spannend die Frage, auch wieder schade, dass es da keine richtige Antwort drauf gab. Gibt es Pläne, alte Planeten erneut zu besuchen oder neue Gebiete zu alten Planeten hinzuzufügen? Das geht ja in die Richtung von unseren Spekulationen zu Patch 4.0, nicht? Also zu Knights of the Fallen Empire. Ja. Da sagten sie dann aber, darüber können wir nicht sprechen. Ja. Ja, also super. Auch wieder keine Information dazu. Gibt es Pläne für einen neuen Roman? Nein. Finde ich schade, ich habe die alten gelesen, fand ich cool, aber na gut, sowas kostet wahrscheinlich dann auch wieder entsprechend Geld, sowas in Auftrag zu geben. Das Geld ist wahrscheinlich für den Blur-Trailer draufgegangen. Gibt es Pläne, Tankheiler DD-Optionen im Outfit-Designer zu ergänzen? Das ist eine gute Idee, wir werden darüber nachdenken, ist die Antwort. Ich weiß ja nicht, aber wenn ich an Outfit-Designer denke, wäre das doch die erste Idee gewesen, die mir gekommen wäre, oder? Ja, haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, also das ist deutlich das Erste, was man dann machen sollte, wenn man an sowas arbeitet. Dass man verschiedene Gearsets halt, richtig, dass man verschiedene Gearsets anlegen kann. Sie tun hier so ein bisschen, gut, ist natürlich ein Transkript, ich weiß natürlich nicht, was sie genau gesagt haben, aber es hört sich hier so ein bisschen an, als wäre das was ganz Neues und Spannendes. Werden Gefährten mehr mit dem Spieler interagieren und auf Entscheidungen des Spielers reagieren? Die Antwort dieser Frage gab es ja eigentlich auch schon vor mehreren Wochen, als das Addon angekündigt wurde, denn da steht das ja nun mal dick in dem Text drinne. Ja, und die Antwort entsprechend der Entwickler ist auch, die Gefährten werden einen riesigen Teil von Knights of the Fallen Empire ausmachen und wir werden sie stark verbessern. Ja, gut, auch nichts Neues an der Stelle. Ich weiß, also mir kommt das so stark so vor, als wären die Fragen irgendwie gefiltert, weil das ist nicht so sehr zufriedenstellend, finde ich. Aber jetzt mal eine Geschichte, die vielleicht dann doch ein bisschen spannender ist. Werden neu erstellte Stufe 60 Charaktere die alte Story erleben können? Und die Antwort ist nein. Denn das Erstellen, und da habe ich einen Rechtschreibfehler drin, das Erstellen wird groß geschrieben, eines Stufe 60 Charakters überspringt die alte Story. Ja, das heißt, du kannst dann nicht mehr deine alte Klassenstory nachholen, sondern bist dann direkt in dieser Outlander-Storyline drin. Ja, finde ich aber auch
eigentlich ein bisschen naheliegend, ne? Ja, weil sie müssen ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, irgendwie diese Entscheidung der Vergangenheit berücksichtigen. Und ich nehme an, dass sie dann einfach so ein fixes Set haben dafür. Ja. Ne, dass man sagt, okay, der Charles ist neu erstellt, der hat sich so und so entschieden. Oder der ist neu und die Leute reagieren dann halt so und so da drauf. Oder und man kann, vielleicht machen sie das ja auch noch, wissen wir ja alles nicht, einfach aus 2, 3 Vergangenheiten auswählen, dass man sagt, okay, deiner war in der Vergangenheit ein berüchtigter Kopfgeldjäger und hat den und den getötet oder hat den und dem am Leben gelassen und sich mit dem verbündet oder so. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Genau. Ja, wenn sie schon in die Richtung gehen. Wird die Makro-Fernglas-Quests fortgesetzt? Die Antwort war, der Schleier wird garantiert zurückkehren, es ist aber noch nicht sicher, wann. Also für diejenigen, die Quest dann interessant finden, kommt dann irgendwann, aber wahrscheinlich nicht mit dem Add-on, nehme ich an. Wieso lässt man sich so viel Zeit zwischen neuen Operationen? So, das ist jetzt die Frage, auf die wir gewartet haben. Ja. Und die Antwort ist natürlich auch sehr schwammig an der Stelle. Zunächst werden die alten Operationen und Flashpoints umgestaltet und danach neue Dinge angekündigt. Ja. Schön ist natürlich, dass man immerhin sagt, man kündigt was an. Also, dass irgendwas Neues auch kommt und dass man nicht direkt von Anfang an sagt, hey, es kommt jetzt gar nichts Neues, aber sicher kann man sich da ja trotzdem nicht sein. Ja, so haben wir immerhin schon mal die Ankündigung der Ankündigung. Genau, richtig. Ja. Das ist schon mal ein Lichtblick, ne? Ja. Okay, dann auch noch eine Frage, die natürlich sehr berechtigt ist. Was ist mit GSF? Und die Antwort war, wir haben Intention, neue Sachen zu implementieren, aber es kommt darauf an, was das Spiel momentan mehr braucht und das wäre im Moment Boden-PvP. Und wenn man sich dann natürlich überlegt, dass sie ja über das Boden-PvP im Moment auch noch nicht reden können, weil sie da irgendwie noch nichts Spruchreifes haben, dann kann sich natürlich GSF ganz, 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 ganz weit hinten anstellen. Ja. Ich denke mal, brauche ich mich gar nicht mehr zu äußern, das wissen eher alle, wie ich darüber denke. GSF ist einfach tot mittlerweile, was die ganzen Spielmodi angeht. Ja, leider, weil da keine Liebe zukommen gelassen wird. Ne? Ja, es war ein sehr geiles Feature, haben sie auch richtig gut programmiert, komplett lagfrei. Das hat selbst mit dem alten Rechner nicht geleckt auf den großen Maps und dann machen sie da, ja, herzlichen Glückwunsch, was ist da gefallen? Ein USB-Stick, nichts Schlimmes. Alles klar, gut. Und dann machen sie da nichts draus, das ist einfach traurig. Ja. Sehe ich auch so. Was spannend war und was auch erst für Aufruhr gesorgt hat, war ein Video, was sie gezeigt haben auf der Cantina-Tour. Und zwar haben sie ein Video gezeigt, was an sich aus einer anderen Ansicht schon zu sehen war in dem Trailer zum Add-on. Denn da sieht man ja in der einen Szene, wie die beiden Söhne dieses ewigen Imperators dort, dessen Name mir gerade entfallen ist, mit einem Carbonit-Ding, Sarg, wie auch immer, ne, so Han Solo-Style, da entsprechend in diesen Thronsaal kommen. Und man sieht aber nicht, wer da drinne ist. Und in diesem kurzen Trailer, der gezeigt wurde, geht halt die Kamera quasi so von oben auf diesen Carbonit-Sarg drauf und dann sieht man, wer da drinne ist. Und Darth Malgus ist da drinne. Ja. Und das hat natürlich erstmal für große Begeisterung gesorgt. Man hört das auch auf dem Video, was da mitgefilmt wurde. Ne? Da wurde dann gejubelt und so weiter. Weil natürlich der Malgus schon lange irgendwie gerne zurückgekehrt. Fangen wir den Satz nochmal an. Die Leute würden gerne sehen, dass Malgus zurückkehrt. Aber und jetzt ist das. Ja, und weil ja die Story hinter dem eigentlich ganz spannend ist, mit seinem mit seiner Idee des Imperiums und so weiter und so fort. Wer Illum gequestet hat und danach die Flashpoints gemacht hat, der weiß auch, was da abgeht. Also eigentlich eine ziemlich coole Storyline. Und man hat ja niemals gesehen, dass er wirklich tot ist, denn ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt auch noch so ist, aber früher in der Originalvariante musste man ihn ja mit diesen Bomben in diesen Abgrund schubsen, ne, im falschen Imperator am Ende. Also so Episode 6-Style mäßig, ne? Also runterschmeißen. Und man hat ja auch nie gesehen, ob er dann wirklich kaputt war und war eigentlich erstmal sehr interessant. Ich fand es auch super spannend. Man hat dann aber relativ schnell auf Twitter von Charles Boyd, also einem der Entwickler, gehört, lasst uns alle daran erinnern, dass das dass wir das Thema eigentlich abgeschlossen hatten. Und wir haben nur so ein paar Behind-the-Scenes-Konzepte gezeigt. Ne? Das ist das, was er geschrieben hat. Ist natürlich jetzt die Frage, ist das jetzt ein absolutes Dementi oder ist das wieder nur so ein Dementi, was man später nochmal irgendwie relativiert? Ne? Weiß man nicht. Ja, aber das
fände ich einfach komplett bescheuert. Warum zeige ich denn dann sowas? Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ja. Ich habe das ganze Zeigen des Trailers nicht verstanden, denn warum soll ich denn überhaupt der Produktionsfirma nochmal irgendwie Geld in den Rachen schmeißen, dass sie so einen, weiß ich nicht, 5 Sekunden Schnitt da noch machen, wo man Malgus sieht von oben? Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch umsonst gemacht, keine Ahnung. Das muss ja eine Aussage haben. Ja eben, es muss ja eigentlich einen Sinn haben. Oder es ist dann schon wieder produziert worden für irgendwas, was danach folgt. Für irgendeinen Story-Teil in der... Nee, wird wohl auch nicht sein. Quatsch, nee. Schon gut. War wieder dumm. Nee, gut, ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eigentlich spannend, weil ich wäre natürlich cool, wenn man den irgendwie wiedersehen würde. Vielleicht sogar als Gefährten oder sowas. Wäre ja Hammer. Aber gut. Einiges als Gefährte. Das wäre auch lustig. Ja, sie sagen ja, die Gefährten sollen irgendwie einen höheren Stellenwert bekommen. Und ich meine, wir wissen ja auch schon, dass Lana auf jeden Fall auch irgendwie ein Gefährte sein wird. Spielt ja nun mal auch eine wichtige Rolle in der Storyline. Ja. Von daher, so unrealistisch finde ich das nicht. Aber wir lassen uns mal überraschen, ne? Bis Oktober. Zwei Monate, 26 Tage, da müssten wir mehr wissen. Mhm. Gut, ansonsten. Nicht mehr so lang. Nö, geht, ne? Das geht wieder schnell rum. Wir haben auch schon gesagt, mein Vater meinte gestern, passt mal auf, in 4 Monaten ist Weihnachten. Oder nee, waren es 5? Ja, 5. In 5 Monaten ist Weihnachten. Ja, es geht wieder ganz schön schnell. Und in 2 Monaten, also so Ende August, also gut, in einem guten Monat, wurde schon bei manchen Märkten angekündigt, sollen Weihnachtssachen, also schon so Süßigkeiten und sowas verkauft werden. Echt? Also so Ende August geht das los, ja. Ich habe auch, erinnere ich mich dran, vor knapp 2 Jahren habe ich einfach mal aus Spaß Ende August eine Packung Lebkuchen gekauft, weil ich Bock drauf hatte. Ach, stimmt, ich entsinne mich. Und das waren auch wirklich Weihnachtslebkuchen. Da habe ich gedacht, was zur Hölle? Aber den nehme ich jetzt mit, weil ich Bock drauf hatte. Nö, bis die Leute kaufen, lohnt sich doch. Ja, richtig. Schön. Ja, ansonsten gab es bei dem Cantina-Event auch mal wieder ein paar Codes zum Sharen. Wir haben unsere beiden da auch drunter gestellt, wo man dann halt ein Färbemodul bekam und dann einen Gleiter, der immer noch hässlich ist, aber immerhin ein bisschen schicker als der vom letzten Event, weil er nicht mehr pink ist. Also den anderen, naja, weiß ich nicht. Man kann sich immerhin irgendwie in eine Festung als Deko stellen, irgendwo in der Ecke. Und umsonst, warum nicht? Ja. Gut, also so viel zu dem zu der Fragestunde, die relativ unergiebig war und entsprechend dem Video, was immer noch sehr mysteriös ist. Ich bin gespannt, was da passiert. Was natürlich dazu passt, deshalb wollen wir das vielleicht direkt jetzt mal kurz einwerfen an der Stelle, ist ja unsere Umfrage, die wir gestartet haben. Wir haben da ja vor 2 Wochen in der Ausgabe drüber gesprochen. Ich habe die jetzt einfach mal laufen lassen, weil die ja, als wir drüber gesprochen haben, noch relativ frisch war. Ich glaube, da war die 1,5 Tage oder sowas gerade online. Ja. Ne, da hatten wir ja hier gefragt, wie man die Entscheidung bewertet, dass es halt entsprechend mit dem Add-on keine neue Operation geben wird, sondern halt nur die alten Modi hochskaliert. Und mittlerweile haben wir da relativ viele Leute, die da abgestimmt haben, also unter allen Abstimmungen, die wir gemacht haben, wir haben schon einige gemacht, ist das im Moment die, die mit Abstand die meisten Teilnehmer hat. Ja, das heißt, es ist schon relativ repräsentativ. Und da gehen wir nochmal kurz durch. Die erste Antwortmöglichkeit war, es ist nicht schlimm, die alten Operationen reichen mir. Das haben 28,19% gesagt. Das ist damit an zweiter Stelle der Antwortmöglichkeiten. Mhm. Die zweite war, ich habe mir mehr erhofft, bin aber zufrieden. Das haben 10,59% gesagt. Das ist die Antwort, die am wenigsten gewählt wurde. Was aber auch Sinn macht, weil die Antwortmöglichkeit jetzt von mir auch nicht so super gestellt ist, wenn man ehrlich ist, weil man hat meistens entweder findet man es nicht schlimm oder man findet es super blöd, aber das ist ja eher so ein sehr Mittelding. Ja, man wollte ja ein paar mehr Möglichkeiten bieten. Ja, ja, ja. Gut, die nächste ist, sofern später noch eine neue Operation kommt, kann ich damit leben? Das war ja prinzipiell das, was auch wir gesagt haben. Das haben fast 40% gesagt, 39,25% und damit die meisten Leute. 21,96% und damit halt an dritter Stelle der Abstimmung haben gesagt, nur aufgewärmter alter Content, das ist ein schlechter Witz und sind damit halt sehr unzufrieden. Und finde ich ganz spannend, das Meinungsbild, was man da hat, weil das vielleicht auch so ein bisschen... so ein bisschen widerspiegelt, wie die Verteilung der Leute auf die verschiedenen Spielgebiete ist im Spiel.
Ne, weil wenn wir jetzt sehen, okay, 21,96% sagen, das ist ein schlechter Witz, dann würde ich mal sagen, diese 21,96% werden ja wohl auch die sein, die vermutlich sehr intensiv Operationen machen. Ja, weil ansonsten wäre es ja denen egal, wenn sie keine Operation machen würden. Ja, aber ich denke, man kann auch sagen, dass wirklich 60% der Leute, die jetzt abgestimmt haben, wirklich aktiv raten. Und natürlich die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Weil ich denke, die letzten beiden Punkte, die kann man in dem Sinn schon ein bisschen zusammenfassen, um zu wissen, okay, wie viele Leute raiden und wie viele Leute raiden jetzt eher nicht. Ja, das habe ich mir jetzt nämlich auch schon gefragt. Das ist, das ist spannend, ja. Und dann haben wir jetzt nur 40%, die sagen, okay, mir reicht das, wenn die Alten hochskaliert werden. Da sind dann natürlich mehr die Leute, die sagen, okay, ich raide eh nicht so oft, bin sehr casual-mäßig unterwegs und wenn ich dann mal in einen Raid reinkomme und da eine große Vielfalt habe, wenn es auch was Altes ist, und wahrscheinlich sind auch noch Leute dabei, die das Spiel erst nach Vanilla angefangen haben und wenig bis gar nicht die Gelegenheit hatten, diese Instanzen überhaupt auf einem vernünftigen Schwierigkeitsgrad zu sehen, ja okay, dann würde mir das auch vollkommen ausreichen, ne? Ja, wenn man die nur mal so durchgelaufen ist zu zweit, wie wir das jetzt gemacht haben in der Vergangenheit. Der Anspruch ist ja null, ne? Das ist ja auch nichts. Ja, vor allem, wenn du das dann nicht, ich meine, du findest ja auch Gruppen, oder hast das ja gesehen, eine Zeit lang noch, dass dann Gruppen gesucht wurden mit tatsächlich 8 Leuten, die da durchgelaufen sind, ne? Ja, und bisher, dann pustest du die ja wirklich um. Auf jeden Fall. Ja. Aber von daher, ich sehe das ja auch nicht so negativ. Ich bin ja auch in diesem Punkt beheimatet, habe ja eben schon mal gesagt, dass ich damit leben kann, wenn später nochmal dann irgendwas Neues dazukommt. Ja. Es kommt halt ganz darauf an, wie schön sie das machen von der Skaliererei, wie schön sie das machen mit den Items. Ich hoffe, da denken sie intensiv drüber nach, was man ja nicht immer erwarten kann, leider. Nein. Und machen das mit, einer gewissen Prise Verstand dabei, dass das halt entsprechend dann nicht so ist, dass ich nach einer Woche komplett equipped bin und eigentlich mein Abo kündigen kann. Ja. Und wenn das denn so ist, dann kann man sich sicherlich mit diesen 10 Operationen, die man ja dann hat, einige Monate über Wasser halten, bis dann irgendwie was Neues noch kommt. Ja, das ist natürlich die Voraussetzung, was ihm gesagt hat, ist klar. Gut, gehen wir mal weiter. Es war dann so, irgendwann wurde dann bekannt gegeben, dass die Togruta jetzt mit dem Patch 3.3 enthalten sind. Ich meine, das war ja von Anfang an nicht klar. Das war ja immer noch so ein bisschen, stand immer noch so ein bisschen auf der Kippe. Kosten 600 Kartellmünzen, wussten wir dann auch, wurde auch irgendwann die Woche bekannt gegeben. Und dann sollte der Patch ja kommen am Dienstag. Ne? Wieder mit Mammutwartungsarbeiten. Von 5 Uhr nachts bis 17 Uhr am Nachmittag, glaube ich, war es angesetzt. Und kam dann nicht. Ja, aber auch erstmal, bevor wir jetzt sagen, warum es nicht kam, diese Mammutwartungsarbeiten, die verstehe ich aktuell noch nicht so ganz. Ich fände es ganz nett, wenn sie mal kommunizieren würden, warum. Warum die jetzt so lang werden plötzlich. Warum die auf einmal so lang werden. Ansonsten, ja okay, 1 Stunde, 2 Stunden und alles war gut. Gut. Und wie das immer sagen, okay, wir haben Serverprobleme oder sowas, wir wollen dann noch ein bisschen was in den Griff bekommen. Oder wir arbeiten ein bisschen daran, dass die Engine flüssiger läuft oder sowas, dann könnte man das ja auch nochmal verstehen. Aber es ist einfach, man lädt einen 100 MB Patch runter oder 150 MB Patch und das war's. Vor allem, wenn du das mal vergleichst damit, mit den Wartungsarbeitszeiten, die wir hatten, beispielsweise beim Add-on-Release oder als GSH rauskam tatsächlich. Ne? Da waren die Wartungsarbeiten auch sicherlich keine 12 Stunden lang. Ja, richtig. Ich meine, im Endeffekt waren sie jetzt, glaube ich, sowieso nicht 12 Stunden, sondern was waren 10? Es waren 11 Stunden und 55 Minuten. Es war um 10 vor 5, glaube ich, waren sie erst wieder online. Oh, okay. Das war recht spät. Also das waren fast 12 Stunden. Ein paar Minuten früher nur. Gar nicht so mitbekommen. Wir können nochmal bei Twitter reingucken, da hatten sie es auch geschrieben. Dann mal kurz schauen, jetzt was Falsches sage. Ja, okay, Mist, steht nur 2 Tage her. Gucken wir nochmal auf die Seite. Lass mal aufmachen, da müssen Datum beistehen. Ja, Moment. Alle Server sind jetzt wieder verfügbar. Steht aber keine Uhrzeit bei. Nein. Jetzt also doof. Keine Uhrzeit? Obwohl, doch. Alle Server sind jetzt wieder verfügbar. Danke. 7.53 Uhr, 22. Juli 2015. Ja, das kann nicht ganz richtig sein. Nee. Nee, aber das war kurz, nachdem ich das auch auf der Seite geschrieben hatte, mit dem viel Spaß und so weiter und so fort, war das schon da. Hatte ich ja schon gesehen. Ja, schon mal da mal ganz kurz gucken. Ja, das hat zu 17.12 Uhr geschrieben, ja.
Ja, das war aber, ich glaube, die waren schon ein paar Minuten eher wieder online. Naja, gut, also Roundabout kam wohl dann die Zeit hin der Wartungsarbeiten. Ja, richtig. Gut, warum haben sie das verschoben? Wir wissen es nicht genau. Achso, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also die haben dann von Dienstag auf Mittwoch die Wartungsarbeiten verschoben. Dienstag haben sie dann irgendwann gesagt, dass sie es nicht schaffen, weil es irgendeinen Fehler gab. Und sie wollten dann erstmal den Release so schnell wie möglich nachliefern, haben sie dann auch tatsächlich gemacht. Es gab da erstmal noch kein Datum, mussten sie wahrscheinlich erstmal schauen, dass der entsprechende Fehler behoben wurde. Und das ging dann aber doch relativ schnell, sodass sie dann den Patch auf Mittwoch verschoben haben. Also das ist ja dann durchaus auch in Ordnung gewesen. Also ich meine, mir war sowieso egal, weil, wie gesagt, mein Internet, ja. Naja, klar. Und von daher war das jetzt nicht so tragisch für mich. Aber für andere vielleicht schon. Ich habe gelesen, dass es Leute gab, im Reddit stand das, die sich dann für Dienstag irgendwie freigenommen haben oder so. Was auch ein bisschen crazy finde, aber gut, soll es ja geben. Und das war natürlich dann doof, ne? Wenn, ja. Wenn dann am Dienstag nichts kommt. Ja. Gut. Das zu dem Patch an sich. Jetzt kommen wir mal zu den Änderungen, die damit einhergehen, beziehungsweise die Neuerungen. Da haben wir natürlich ganz oben auf unserer Liste die Yavin 4 Festung stehen, ne? Ja. Und was? Mach mal. Ich soll sagen, okay. Mach mal. Ja. Yavin 4 Festung kam raus und ich habe es mir gekauft, ne? Ganz klar. Ihr habt es gesehen, also wenn ihr die Seite aufmerksam verfolgt und auch das Video geschaut habt, ich habe euch ja direkt in die Tour mit reingenommen. Ich wusste auch wirklich gar nicht, wie das Ganze aussieht und ihr werdet meine Begeisterung sicherlich auch gehört haben. Also ich finde die schon verdammt, verdammt schön und ich werde auch auf jeden Fall für die Leute, die es interessiert, nochmal ein Video machen, wenn ich sie für mich fertig dekoriert habe, auch wenn noch keine 100% platziert sind. Aber das werde ich, denke ich, auch nicht ausnutzen können, weil einfach die Dekoration fehlt. Aber die ist wirklich riesig, total weitläufig und ich sage, ich habe mir ja die anderen Festungen auch aus dem Festungsverzeichnis mal angeschaut, Tatooine und Nashadar komplett ausgebaut. Ich finde sie wirklich am allerschönsten. Ich finde diesen Ausblick total genial. Das hat auch einer unter dem YouTube-Video geschrieben, ja okay, wenn ich einen schönen Ausblick haben will, dann gehe ich auf den Balkon. Ja, das ist ja auch alles wunderschön, aber wenn man jetzt eben das als sein Hobby hier betreibt und dann auch sagt, okay, ich möchte hier einen schönen Ausblick haben, den hat man in der Yavin-Festung auf jeden Fall. Und der Fantasie sind da wirklich überhaupt keine Grenzen gesetzt mit diesen ganzen Dekorationsmöglichkeiten, wenn man ein Budget hat und auch schon damals zu Release von GSH sich viele Dekorationen gekauft hat oder erarbeitet hat oder hergestellt hat, wie auch immer, dann kann man sich da wirklich total austoben. Und ich denke mal so, ja, 4, 5, 6 Stunden habe ich jetzt mit Sicherheit schon drin verbracht, über die Tage verteilt, also vorgestern. Ein bisschen, gestern noch wieder 1-2 Stunden, heute schon wieder 1-2 Stunden und da ist schon ordentlich was bei rumgekommen. Also Hut ab, da können sie wirklich sagen, awesome, wie sie es so gerne tun. aber wir wollen ja jetzt nicht nur sagen, dass alles super toll ist, ja, natürlich auch wieder ein bisschen was mit reingebackt. Ne? Zum Beispiel haben sie jetzt hier eine Area ID Unknown, wenn man bei sich unter der Karte guckt und Map Name ID. Die haben sie da noch stehen. Und man ist nicht auf Yavin 4 selber, sondern man bewegt sich im Weltraum. Weltraum. Was ich auch ganz interessant. Was ich ganz interessant finde, ja, gut, warum nicht, ne? Aber es ist spannend, da weißt du ja mal, wie das irgendwie wahrscheinlich von der Map-Architektur abläuft, ne? Dann sind wahrscheinlich ja, einfach irgendwelche, also es ist gar nicht tatsächlich auf dem Planeten, sondern irgendwo ganz anders. Ja, richtig. Und vielleicht noch eine Sache, die ich gelesen habe. Ich habe es gar nicht verifiziert, ehrlich gesagt, weil ich noch nicht so viel gemacht habe. Ich habe jetzt vielleicht 1,5 Stunden in der Festung verbracht, aus jetzt schon mehrfach genannten Gründen. Und ich habe noch gelesen, dass der Yavin-Chat nicht angebunden sein soll. Also es ist ja so, auf den anderen Festungen, Coruscant und so, ne, ist ja so, dass wir trotzdem den Planeten-Chat noch haben. Ja. Hier scheint das nur der Chat der Festung zu sein, der da im Moment aktiv ist. Weil Weltraum, denke ich mal. Weltraum, sonst steht ja auch immer Yavin dabei und oder war Yavin, sag ich schon, Tatooine oder Drum und Kars, was weiß ich, immer dabei, aber hier in dem Fall natürlich nicht. Ja, das wird wahrscheinlich angenehm sein. Ja, und was auch noch ein Bug ist, dass wenn du halt in die Festung kommst, du immer wieder dieses Intro-Video kriegst, ne? Ja, und nicht nur das, wenn jetzt ein Freund, in dem Fall du, hatten wir ja vorhin gesehen, wenn du in der Festung bist, und der Festungsinhaber, meine Wenigkeit, dann die Festung betritt,
dann bekommt derjenige, der in der Festung steht, der Freund, auch nochmal das Intro-Video angezeigt, obwohl er gar nicht die Festung betritt. Das wird man, denke ich, auch noch fixen müssen. Ist nur da die Frage, ich weiß gar nicht, ob wir da schon in der, da waren wir glaube ich schon in der Gruppe, deshalb kam das wahrscheinlich, nehme ich an. Wenn man nicht in der Gruppe ist, wird das wahrscheinlich nicht kommen. Aber trotzdem, das ist sicherlich auch eigentlich nicht gewollt. Ja. Gut, aber ich bin auch sehr begeistert von dem, was ich bisher gesehen habe und bisher dekoriert habe. Was mich ja super überrascht hat, muss ich sagen, war das Hüllensystem, was da noch bei ist. Denn das war ja in der Preview, die wir gesehen haben, im Stream damals gar nicht zu sehen, dieser Höhle. Es wurde ja immer nur so angedeutet. Irgendwer sagte dann, ja, man sollte mal hinter den Wasserfällen gucken und was weiß ich, ne? Und die Höhle liegt ja auch so halb schräg hinter so einem Wasserfall da hinten im hinteren Bereich. Und die ist ja wirklich riesengroß. Das hätte ich ja überhaupt nicht gedacht, dass da noch so ein Tunnelsystem sich langzieht. Ne? Ja. Ja, das ist wirklich extrem. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Und gestern vorm Raid waren wir ja auch noch drin, weil wir noch auf ihn gewartet hatten. Habe ich eben die ganze Gruppe mal eingeladen, weil sie sie sehen wollten und einige davon sich eben die nicht geleistet haben. Und dann sind wir da mal runtergelaufen. Dann meinte der eine, meine Güte, da könnte man auch denken, man fährt ja gerade durch ein Questgebiet durch. Ne? Ja. Sieht auch schon passt so ähnlich aus. Es ist ziemlich cool. Vor allem, dass man dann da unten auch noch, wenn man in der Höhle tatsächlich dann angekommen ist durch die Tunnelsysteme, auch noch so ein paar Sachen platzieren kann. Ne? Das sind, glaube ich, noch zwei, drei Prunkstückplätze. Das ist ziemlich cool. Und dann kommst du ja, wenn du da noch durchfährst, am Ende quasi am anderen Rande der Map raus und hast da noch so einen kleinen Vorsprung, wo du dann auch wieder irgendwie auf diese große Waldlandschaft blicken kannst und kannst auch dort nochmal irgendwie so einen, ja, hast glaube ich noch einen großen Einrichtungsplatz, der da ist, ne? Und noch so einen kleineren auf der rechten Seite, kannst da noch irgendwie eine Bank oder was auch immer hinstellen. Ja. Das ist schon ganz cool. Ja, aber was auch, die haben ja auch neue Dekorationen hinzugefügt, auch welche man sich einfach beim Händler kaufen kann. Und da sind auch diese Yavin-Schrott, also diese Yavin-Ecken sind das, Gebäude-Ecken. Das ist ja okay, vielleicht irgendwelche so kleinen Teile. Und dann habe ich die mal platziert. Die sind total riesig, aber finde ich total cool, wirklich. Also ich habe mir damit eine große Arena im hinteren Bereich abgegrenzt, die so eine PvP-Arena darstellen soll und muss jetzt mal ein bisschen Eigenlob betreiben. Also ich finde die richtig geil, also wirklich schon richtig gut gelungen. Und also das, die Investition hat sich für mich voll und ganz gelohnt, auch wenn ich jetzt so mit 3 Millionen ein bisschen auf dem Zahnfleisch krieche, aber damit komme ich klar. Ich habe es mir vorhin angeguckt, das sieht wirklich ziemlich cool aus. Und du hast da ja den Huttenball-Ständer hingepackt in der Mitte. Ja. Ne? Den gibt es ja beim PvP-Händler für 2018 Kriegsgebiet-Auszeichnung, glaube ich, irgendwie sowas in dem Dreh. Nee, hab ich mir 2100 auch, exakt. Ah, okay. Habe ich mir auch gestern gekauft und stellte dann vorhin erst fest, als du es mir zeigtest, dass man diesen Huttenball da runternehmen kann. Das wusste ich überhaupt nicht. Das finde ich auch richtig cool. Und kann sich dann den Huttenball zuwerfen. Scheiß. Ja, aber irgendwann explodiert der Ball. Irgendwann explodiert er, ja. Ja, da kannst du hin und her werfen und gucken. Wenn der, bei dem es explodiert, der hat verloren. Ja, richtig. Und der muss dann eine Mille Credits zahlen. Beispielsweise, ja. Könnte man wirklich mal ein nettes Spiel draus machen. Mit das Problem ist ja, du siehst ja den Debuff, ne? Oder explodiert der random? Aber warte mal, ich kann mal kurz gucken. Also du kriegst einen Debuff, der ist jetzt... Oh, pass auf, nimm den auf, du Sack. So, aufgenommen, da ist der grün. Also du hast den maßgefertigten Huttenball. Benutze die Fähigkeit maßgefertigter Huttenball werfen, um ihn zu einem Freund zu werfen, bevor er explodiert. Müssen wir jetzt nur mal abwarten, ob sich das verfärbt, weil vorhin hatte ich gesehen, dass der Ball in meiner Leiste rot war, also der Debuff. Okay, aber der hat keine Zeit. Ah, er verfärbt sich. Er verfärbt sich. Jetzt ist er gelb. Okay, aber hat er eine Ablaufzeit? Nein, der hat keine Ablaufzeit. Ja, gut, dann geht's natürlich. Ne? Ich meine, wenn du den... rot. Jetzt steht auch Gefahr dabei. Bei Gelb stand Warnung. Jetzt steht Gefahr. Gleich macht's bumm. Pass auf. Jetzt. Hat's geknallt. Aber es tötet einen nicht, keine Sorge. Es schleudert einen nur ein bisschen in die Luft. Ja, aber tatsächlich, dann kann man das machen. Denn wenn da die Zeit beistünde, dann wär's schwierig, ne? Ja, richtig. Ja, aber ich bin auch super begeistert. Was natürlich ewig dauert, ist, wenn du von hinten aus der Höhle wieder zurück zum Anfang willst. Boah, da am besten Stamm oder. Genau, am besten von der Klippe springen und vorne am Bereichstartpunkt wiederbeleben. Ne? Das dauert wirklich Ewigkeiten. Gut, das liegt natürlich auch daran, dass es ja ein relativ offenes Gebiet ist, was du hier hast. Und du musst es ja nun mal irgendwie bei der Freischaltung begrenzen. Ne? Und die haben das ja immer nur durch die Türen begrenzt. Und deshalb gibt es halt leider keine direkten Wege quasi von vor dem Tempel so hinter dem Tempel oder sowas. Ne? Du musst halt immer durch den Tempel, dann musst du erst ins oberste Stockwerk, dann musst du dort aus der Tür und dann bist
du halt hinter dem Tempel. Kommst halt nicht direkt dahin. Von daher sind die Laufwege relativ weit, aber sieht natürlich super, super cool aus, muss man sagen. Drin im Tempel auch, dass du überall so in den einzelnen Räumen von den Wasserfällen diese Wassereinbrüche hast. Ja, und hast dann da irgendwelche kleinen Tümpel in deiner Festung drin. Also es sieht schon ziemlich cool aus. Ja. Und man hat ja noch so ein paar andere Easter Eggs, ne? Also wir haben ja schon von der Höhle berichtet, klar. Aber dann gibt es ja auch noch hinten beim, also wir haben ja zwei Schiffslandeplätze, einer ganz am Anfang der Festung und einer im hinteren Bereich. Dort gibt es ja noch so ein Wachturm, ne? Und da kann man ja, tatsächlich oben drauf, ne? So ein Fahrstuhl dran, dann kannst du oben auf dem Wachturm fahren und kannst ja vom Wachturm aus deine Festung angucken. Das ist ziemlich cool. Ja. Ja, und da hinten, das ist natürlich der perfekte Platz, um den Weltenbrecher-Monolithen dahin zu stellen. Das habe ich auch gleich gemacht. Das sieht auch einfach schnieke aus. Und der wird jetzt mittlerweile von Turmrufer und Brandfackel bewacht, dass der ja nicht abhaut und keine Scheiße macht. Ja, schon, weiß nicht, fand ich auch einfach vom Gedanken her ganz lustig und die haben da ganz gut hingepasst. Und ja. Es hat so ein bisschen was. Er hat so ein bisschen was vom Playmobil-Spielen, finde ich. Ja, so ein bisschen. So von wegen, ja. Der passt jetzt auf den auf, obwohl er sowieso nichts macht. Ja, die Fantasie, die da ein bisschen mitspielt, ne? Was anderes ist das ja nicht. Ist doch schön. Aber jetzt muss ich mal kurz ein Aber einwerfen. Ich verstehe viele Leute nicht. Tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwen damit angreife oder verletze, das möchte ich nicht. Die sagen, okay, das ist mir die Festung nicht wert. Aber dann im Endeffekt sagen, ja, ich habe mir Tatooine voll ausgebaut und habe mir Nashadar voll ausgebaut und habe auch noch die in kleinen Festung voll ausgebaut. Also da muss ich sagen, verstehe ich nicht, warum man dann bei dieser Festung genau sagt, okay, hier knauser ich jetzt die 13 Millionen, gebe ich nicht aus, das ist mir die Festung nicht wert. Ja, verstehe ich nicht. Ich finde auch, sie ist die schönste. Man muss natürlich sagen, dass sie nicht, vielleicht nicht so einfach einzurichten ist. Ja. Weil du natürlich eine relativ spezielle Architektur überall hast, ne? In den einzelnen Räumen. Du hast immer sehr hohe Decken. Du kannst nicht überall direkt Lampen hinsetzen, ne? Beispielsweise in diesen kleinen Tempel-Dingern da hinten, da kannst du nur ganz, ganz oben unter die Decke eine Lampe setzen. Das sind aber, was weiß ich, 10 Meter über dir. Ja. Die bringt da nicht mehr viel. Und du hast sehr viele Schrägen überall. Also du kannst sehr gut Banner benutzen. Aber wenn du nicht viel Banner hast oder nicht auf Banner stehst, dann ist das natürlich ein Problem. Du hast natürlich auch Probleme, dir so klassische Räume einzurichten, wie man das beispielsweise auf Coruscant oder so tun würde. Ne? Da hatten wir beispielsweise, weiß ich nicht, ein Schlafzimmer, irgendwie so einen Medizinraum oder sowas kann man hier natürlich auch machen. Aber es trifft natürlich immer so ein bisschen auf diese altertümliche Architektur, ne? Auf diese Tempelstruktur. Es beißt sich manchmal so ein bisschen. Und da finde ich auch, man hat ein großes Problem, Technologie aufzubauen. Weil einfach auch bei den Datacrons ist es mir aufgefallen. Ich habe die Datacrons jeweils hell und dunkel auf der Brücke platziert. Also wenn man von vorne kommt, dunkel links, hell rechts, dass es so ein bisschen getrennt ist, aber eben immer die Farben direkt gegenüber liegen. Und das ist einfach auch dieses Bunte. Ist wirklich schwierig, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, dass es einem gefällt. Aber ich finde, das war immer noch der beste Platz für die kleinen Datacron-Teile. Ich habe zum Treppenhaus stehen bei mir. Ja, richtig. Da passen sie mit Sicherheit auch noch ganz gut hin. Aber bei mir von meiner Idee her wieder recht passend. Ich habe gesagt, okay, das ist jetzt der Weg der Macht, der Weg der Werte oder irgendwie sowas Richtung PvP-Gebiet nach hinten, was ich mir da eingerichtet habe. Das ist einfach dann meine Idee und wem es gefällt, ja, dann Pech gehabt. Nicht gefällt, dann Pech gehabt. Ne? Ja, das ist auch dir gefallen, das ist ja wichtig. Aber was natürlich passend ist, ist natürlich Kalkül, das ist klar, gab es natürlich mit Patch 3.3, beziehungsweise schon vor Patch 3.3 am Dienstag schon, so. Ja. Patch 3.3 kam am Mittwoch, aber am Dienstag gab es dann schon das neue Kartellpaket, nämlich Outer Rim Kundschafterpaket. Und da sind ja viele solche Revanita-Dinger drin, ne, die dann halt sehr gut zu diesem Style passen. Ja, natürlich. Und was ziemlich cool ist da drin, muss ich sagen. Und da bin ich ja immer noch am Überlegen, ob ich da mal ein paar Millionen investiere, wenn es denn mal im GTN vielleicht noch ein bisschen billiger wird, ist diese Salak-Grube, die es da gibt. Hast du die schon gesehen? Ja, ich hab gerade das kleine Bildchen hier offen. Sieht ziemlich cool aus. Ja, also die finde ich auch nett. Ein Prunkstück würde da auch sicherlich irgendwo ganz gut noch hinpassen. Oh, mit Sicherheit. Irgendwo. Ah, ich weiß wohin. In der Höhle. Ja, zum Beispiel. In der Höhle direkt. Da kommst du ja direkt, wenn du runterkommst, ist da das große Prunkstück. Und da habe ich im Video schon gesagt, ja, das hier unten wird jetzt meine Folterkammer.
Würde ja, ja ganz würde, gut passen. Würde, ja. würde ganz gut passen, ja. Wobei, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ja auch so überlegt, das bietet sich ja an. Ne? Das sieht ja alles so ein bisschen antik aus und so eine Art Folterkammer zu bauen. Da fehlt noch so ein bisschen die Deko für, oder? Also, ja, natürlich. Ich weiß, ja. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie überhaupt gibt, sowas in der Art, müsste ich mal bei uns in der Datenbank gucken. Na, irgendwie, wenn man mal an die ersten Quests als Inquisitor auf Korriban andenkt, da hat man ja diese eine Folterszene da und da stehen ja irgendwie diese Foltertische und Käfige und was weiß ich, ne, wo Gefangene drin sind. Sowas hätte natürlich auch nochmal einen Reiz, wenn es sowas geben würde. Ja, ja. Ja, zusätzlich. So ja, erzähl erstmal. Hier ist ja auch dieser, wie heißt der? Der angekettete Kristallwandleuchter. Den fände ich eigentlich auch ziemlich passend für so einen Bereich, ne? Es ist eben einfach ein angeketteter Mann, der so einen Kristall hält. Und das würde natürlich auch als Wanddekoration und Lampe entsprechend sehr gut dahin passen. Ja, da habe ich ja einen von. Und ganz kurz, wie heißt das Ding nochmal? Salakgrube? Wie heißt das? Irgendwie so, du müsstest mal, ich möchte jetzt ungern die Seite öffnen, wegen Internet und so. Also, musst du mal selber gucken. Die Deko-Datenbank mal schnell reinschauen. Kartellmarkt haben wir ja. Müsste ganz unten sein. Ja. Eigentlich, ich hab's gleich. Ah, Sarlacc mit TT als Klärchen. Ja. Und zusätzlich zu dem Paket wurde jetzt auch noch ein neues reingestellt. Das kostet 150 Kartellmünzen und beinhaltet eine zufällige Dekoration. Ja. Ist auch ganz spannend. Habe ich mir zweimal gekauft, gestern oder vorgestern, keine Ahnung. Hatte da natürlich mal wieder außerordentliches Pech, wie immer. Denn ich habe einmal, was habe ich einmal bekommen? Das war gar nicht so schlecht. Einmal habe ich so ein Revanita-Bett bekommen irgendwie. Das passt auch ganz gut dort in das Setting. Aber das andere Mal habe ich diese komischen republikanischen Voss-Whatever-Poster bekommen, die es mal irgendwann für einen Credit beim Händler gab, falls du dich entsinnst. Ja, diese komischen gelben Dinger. Ja. Das war natürlich doof. Habe ich quasi 150 Kartellmünzen verbrannt, aber naja. Ja. Was soll's. Ich habe gerade mal ins GTN geguckt, die sind relativ günstig, die Gruben. Ja, was ist denn relativ günstig? 2 Millionen. So geht. Gestern waren es noch bei 3,5, glaube ich. Ja, dann warten wir noch mal ein paar Tage und dann kaufe ich mir eine. Ja, ich finde die auch ziemlich cool. Dann kommt die da unten hin. Genauso wie der Taschensalak, ne? Also dieses Regenerations-Item, das ist auch ziemlich cool, aber der ist auch noch, oder was heißt noch, der ist jetzt natürlich sehr, sehr teuer geworden. Den gibt es ja nicht mehr. Ja, klar. Im Kartellmarkt. Ja. Gut. Also das sind die neuen Kartellpakete, passen dann natürlich gut rein in das ganze Setting. Vielleicht noch eine Sache, so ein kleines Easter Egg noch, was auch noch geht, ist, wenn du oben auf dem Wachturm stehst hinten, dann mal einfach das Makrofernglas auspacken und mal die Tempel abscannen, die da in der Umgebung, in dem Wald da unten stehen. Und dann kriegt man noch 3 Codex-Einträge und kann dort noch etwas über die Massassi-Kriege lernen und lesen, wenn man das möchte. Ja, ich habe nicht mal mehr das Makro-Fernglas auf den meisten Charakteren. Überrascht mich nicht. Ja, das war klar. Das war klar. Gut, ja, abschließendes Feedback zur Yavin 4 Festung. Also ich finde sie auch ziemlich cool. Du hast eigentlich schon alles erzählt, was ich da auch sehr gut dran finde. Ich werde da jetzt auch noch, vor allem in der Zeit, wo ich nichts anderes machen kann, einige Stunden rein investieren und das entsprechend schön gemütlich ausstatten. Problem ist natürlich, wie das immer so ist, ich nehme mal an, dass man irgendwann nach ein paar Wochen nur noch in den Raum reingehen wird, wo man seinen GTN stehen hat und seine Vermächtnisbank und was weiß ich. Ist natürlich sehr weitläufig, sodass man da in die hinteren Bereiche vermutlich eher selten kommt. Aber wenn man mal auf einen Raid wartet oder so, warum nicht? Ja, man kann sich ja auch einfach nochmal im hinteren Bereich einen kleinen funktionalen Bereich einrichten, vielleicht ein bisschen außerhalb einer Wand. Vielleicht bewegt man sich ja dann auch noch mal ein bisschen nach hinten hin und sagt, okay, ja, dann hat man ein bisschen mehr sehen. Ja, hat man auch die Möglichkeit, einen Anreiz, das zu machen. Ne? Ja, stimmt, ja, das stimmt. Gut, dann kommen wir noch mal zu einer Sache, die auch noch gerade relevant ist für PvP im Moment. Denn es ist so, dass auf den Live-Servern die falsche Kriegsgebiet-Rotation läuft aktuell. Das liegt daran, dass ja auf den PTS getestet wurde, inwiefern man jetzt Änderungen in den Unterbrechungen im PvP einführt. Hatten wir auch schon drüber berichtet. Es ging ja darum, dass man beim Tappen von Türen und so weiter nicht mehr durch AOE-Effekte unterbrochen werden soll, sondern nur durch direkte Unterbrechungsskills quasi. Haben sie ja dann fallen gelassen, die Idee. Haben dafür aber natürlich auf dem PTS
nur Kriegsgebiete gespielt, die entsprechend auch Sachen haben, wo man was einnehmen muss. Mm. Macht ja Sinn. Sprich, Huttenwald ist rausgefallen, die beiden Maps und natürlich auch hier Vierer-Arenen, 4 vs. 4, weil auch dort natürlich nichts zum Anklicken ist. Und das haben sie scheinbar so übernommen auf die Live-Server, das haben sie irgendwie vergessen scheinbar, keine Ahnung. Und deshalb gibt es im Moment auf den Live-Servern halt keine Arena, beziehungsweise kein Huttenball im normalen Modus. Und ja, okay, das sag erst. Das soll aber gefixt werden. Aber wann, wissen wir nicht. Ist zu, wie immer. Ach, übrigens, ich würde keinem raten, in der Festung, nochmal ganz kurz dahin zurück, zu stacken, ganz hinten. Es ist mir gerade passiert. Und man stackt, kommt vorne beim Eingang raus. Also muss man den ganzen kackten Weg wieder von vorne laufen, ne? Jetzt, ja, okay, das Gesicht ist doof. Wenn man mein Gesicht gerade gesehen hätte, da hätte man gesehen, oh nee. Unglaublich. Ja, da wäre so irgendwie so eine Abkürzung zum Eingang cool, oder? Ich weiß nicht, ja, da hätte man es ja vielleicht so machen können, dass wenn man das letzte Gebiet hinten freigeschaltet hat, wo die Höhle ist, dass vielleicht irgendwo am Eingang so eine Portmöglichkeit ist. Alter, Rakata-Energieknoten oder sowas. Ne? Ja, richtig, richtig. Oder es gibt auch den Teleporter auf Hoth. Ist es auf Hoth? Ah, nee, auf Balmora, glaube ich, ne? Balmora, oder Belsarvis, genau. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Planeten heißen. Belsarvis ist das weiter hinten. Ja, stimmt, ist ja auch egal. Das sein. Aber da gibt es diese Teleporter, dann kann man auch so einen Teil dahin bauen. Ja, eben, das wäre nicht schlecht. Ja. Ja, gut, so ist das. Also im Moment kein normales PvP quasi, soll irgendwann gefixt werden und wir sehen dann, wann das der Fall sein wird. Ja. So, dann haben wir jetzt natürlich noch Klassenänderungen, nicht? Über die wir ja am Anfang schon mal ganz kurz gesprochen haben. Wie gesagt, ich konnte sie nicht testen. Aber vielleicht kannst du uns da ja nochmal so ein bisschen was zu erzählen. Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe Schurke, Kommando und dann aber doch wirklich den Hexer eben auch vor dem Podcast schon mal ein bisschen angeschaut. Im Raid-Heim konnte ich damit noch nicht. Muss man dann gucken, wie es sich dort auswirkt. Aber beim Schurken muss ich sagen, dass mir der Diagnosescan beim Laufen doch eigentlich ziemlich gut gefällt. Macht aber insgesamt jetzt nur noch gut oder knapp 1000 Heilung über diese anderthalb Sekunden. Eben ein Global Cooldown ist das ganze Jahr lang. Und wurde damit eben auf die Heilung des Medischusses vom Kommando angepasst. Der Kommando macht mit seinem Medischuss jetzt auch nur noch gut 1000 Heilung mit ähnlichem Gear. Finde ich auch in Ordnung. Man soll die Personen oder die Tanks ja nicht mit Autoshots oder Autoheals dementsprechend gegenheilen können. Und das Ganze im Laufen casten zu können beim Schurken, finde ich vollkommen in Ordnung. Was man natürlich auch gemerkt hat, ist das Colto-Pack. Das ist die Heilung, die eben eine Initialheilung macht, eine größere und hinterher einen Hot hinterlässt. Ich habe jetzt zwar keinen Vergleichswert, aber man merkt schon, dass dass die Initialheilung doch massiv erhöht wurde. Also man crittet doch wesentlich höher. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht, weil man eben doch öfter das Problem hatte, die Tanks nicht schnell genug hochzubekommen, wenn man nicht direkt die Unterweltmedizin, also die ganz große Heilung, auf den Tank drauf knüppelt. Also Burst-Heilungsproblem, ja. Burst-Heilungsproblem, dem haben sie damit ein bisschen entgegengewirkt. Ich denke mal, dass im Raid jetzt nicht so ein extremer Unterschied sein wird. Okay, er wurde ein bisschen weniger, die Gruppenheilung wurde ein klein bisschen genervt, finde ich jetzt aber auch nicht ganz so schlimm. Da war er wirklich OP, also die Gruppenheilung war schon echt heftig. Und da hat, wenn jeder seinen Schurkenheiler spielen kann, dann hat weder Hexergelehrter noch Kommandosöldner eine Chance in der Gruppenheilung. Meiner Meinung nach. Man kann mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren, aber ich bleibe dabei. Und dann gehen wir auch gleich mal zum Kommando über. Da habe ich da auch mal ein bisschen probiert. Sie haben ja die medizinische Sonde, dementsprechend die kleine Heilung, die man auch spammen kann, haben sie ein klein bisschen genervt. Eine große Veränderung habe ich da jetzt nicht gemerkt. Weiß nicht, es waren vielleicht 500, 600 Heilungen oder sowas, die da weniger sind. Vielleicht ist da auch meine Ansicht ein bisschen oder mal habe ich es nicht gut genug vorher beobachtet, aber finde ich jetzt nicht großartig schlimm. Was ich natürlich Bombe finde, ist die große Heilung, dass sie die nochmal wieder ein bisschen gebufft haben. Dadurch kann man jetzt, wie ich es vorhin schon erzählt hatte,
kritische Heilung von 17.500 raushauen. Mit meinem Equipstand, was nicht annähernd komplett 198 ist. Und wenn ich dann überlege, komplettes 198er Gear mit 204er Mainhand, noch mehr Bonusheilung, noch mehr Wogenwert und was weiß ich, da vielleicht auf, keine Ahnung, 18.000, 19.000 kritische Heilung zu kommen. Das macht Spaß, ne? Das ist ganz schön heftig dann, ja. Ja, ja. Ja, und dann noch zum Abschluss den Hexer. Ich hatte es auf dem PTS schon mal erwähnt, dass da meine wandernde Besserung auf 10.000 gekrittet hat. Natürlich hat sich jetzt zum PTS, vom PTS zum Live-Server mein Equip natürlich um einiges verändert. Es ist wesentlich besser geworden. Ich habe knapp 10% Wogenwert abgebaut. Die Leute, die zugehört haben, wissen, dass ich da utopische fast 78% Wogenwert hatte, die natürlich total sinnfrei sind. Und habe dann eben auf 10,5k mit der wandernden Besserung gekrittet. Und jetzt sind es dennoch 10k, aber einfach aus dem Grund, weil ich wesentlich mehr Bonusheilung jetzt habe. Und das ist natürlich auch ganz schön ordentlich, wenn man jetzt überlegt, beide Tanks kriegen gerade mega auf die Nase. Stichwort Bulo. Und du haust eine Wandering Man vorne rein und machst bei beiden 2 10k-Crits, das sind 40.000 Heilung innerhalb eines Global Cooldowns. Das ist schon heftig. Ja gut, die Chance ist relativ gering, dass das passiert, natürlich. Aber wenn das passiert, dann ist das natürlich nett. Ja, richtig. Aber selbst 10.000 Heilung pro Tank, die hundertprozentig drin sind, sind schon heftig. Also wenn du jetzt sagst, okay, zwei Kritten nicht, bist du auch immer noch mit einem sehr guten Wert dabei. Auf jeden Fall. Was haben wir noch? Ja, die anderen Sachen wurden halt auch ein bisschen verändert. Die Machtkosten, das ist jetzt noch eine andere Sache. Die wurden teilweise wirklich massiv erhöht. Das merkt man auch, wenn man jetzt am Hardcasten ist die ganze Zeit. Aber die verzehrende Dunkelheit heißt es jetzt. Das heißt nicht mehr Verbrauch oder was weiß ich. Reckt das Ganze ganz schön schnell wieder hoch, womit ich eigentlich nicht gerechnet habe. Also wenn ich jetzt hier ein bisschen am Rumcasten bin, mache ich jetzt mal ganz kurz. Mache ich nochmal wieder, dass ich mich ein bisschen runterdraine. Jetzt 74%, 68, 60. Machen wir nochmal ein bisschen. Und ich habe jetzt 50%, habe 3 Stacks, habe jetzt in einen benutzt, bin bei 66, bin bei 80 und bin bei 93. Also mit 3 Stacks kann ich knapp die Hälfte, wenn ich ein bisschen versetzt das Ganze mache, weil ich natürlich auch den Korruption-Umkehren-Buff kriege. Der eben die Machtgeneration nochmal ein wenig erhöht, dann kann ich circa 50% meiner Macht damit wiederherstellen. Und das ist eben, das auch, finde ich ganz gut. Damit wurde meiner Meinung nach der Hexer ein bisschen gepusht. Und jetzt der Weg zu dir, PvP. Ja, PvP, ja. Da gibt es ja ein bisschen Gemecker, was die Anpassungen des Gelehrten angeht, weil viele sagen, die sind jetzt ein bisschen OP im PvP. Mhm. Ich kann halt an sich nur rezitieren und kann da nicht viel zu sagen, weil ich natürlich nicht gespielt habe und andererseits natürlich auch nicht viel PvP mache. Wobei ich da schon mal Lust hätte, das mal wieder auszuprobieren. Mhm. Denn ich habe ja zu 55er Zeiten mit meinem Gelehrten doch tatsächlich relativ viel PvP gespielt als Heiler. Könnte man mal wieder ausprobieren. Ich habe ja auch irgendwann mal jetzt hier zu Stufe 60er Zeiten, irgendwann haben wir da mal so ein Video gemacht, da war ich ja auch 2-3 Mal mit dem Gelehrten dabei, ja. Mit dem alten PvP-Gear noch. Ich meine, jetzt ist ja auch relativ einfach, das neue PvP-Gear sich ranzuholen. Ist ja alles recht billig und recht schnell zu machen. Das ist, denke ich, auf jeden Fall mal ein überlegener Wert, da mal wieder einzusteigen und sich das anzuschauen. Aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass Gelehrtenheiler jetzt ja, eine härtere Nuss sind als vorher. Ne? Die heilen natürlich um einiges mehr. Wir haben das ja im Vorfeld auf dem PTS auch schon mal getestet und berichtet, was für prozentuale Änderungen wir da teilweise haben in der Heilung. Und das ist halt durchaus im zweistelligen Bereich, was sich dort verändert hat von der HPS her. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann harte Nüsse sind, auf jeden Fall. Ja, man muss ja auch sagen, vorher, vor dem Patch waren die Hexer-Gelehrten-Heiler fast Freeloot. Also ich erinnere mich da auch noch an 55er Zeiten und da hat sich ja jetzt von der Heilung her und auch der Mechanik hat sich ja nicht so wirklich verändert beim Hexer und da hat man den einfach eben weggemoscht, als Assa zumindest. Und das ist natürlich klar, dass im Vergleich zu vorher das Ganze jetzt wesentlich länger dauert.
Ist schon klar, man hat zwischendurch seine Machtbarriere, wodurch man dann wahrscheinlich nochmal wieder komplett hochgeheilt wird. Aber er wurde damit einfach überlebensfähiger. Und wenn ich das Ganze mal mit einem Sabo-Schurken vergleiche, der im Laufen heilen kann wie ein Bescheuerter, ist der Hexer-Gelehrte doch noch recht eingeschränkt. Er hat zwar sein Anregen, das kann unterbrochen werden, wenn man schnell genug ist und wenn man weiß, okay, er hat es gerade eingesetzt. Ungefähr 8, 9, 10 Sekunden kann das wieder einsetzen. Man hat ansonsten als Instant Heal nicht wirklich viel mit dem. Da muss man stehen, um seine Heilung wirken zu können. Also ich finde das eigentlich schon relativ angemessen. Und ich habe mir eben auch schon mal die Frage gestellt, wie man denn das Ganze wieder nerfen wollen würde, wenn das jetzt wirklich zu OP ist, ohne dass er im PvE wieder einen Nachteil hat. Dann müsste man Stimmt. vielleicht sagen, okay, sobald man ein so und so ein Dingens, ein Battleground betritt, dann muss das Ganze dementsprechend heruntergesetzt werden. Aber ich glaube nicht, dass die das machen. Also, dass sie Ja. so eine Änderung, zweigeteilte Änderung bringen. Ja, das stimmt. Ich möchte mal ganz Ja. kurz schauen. Ich meine, es gab dazu einen Dev Post. Mal ganz kurz reinschauen. Oh Gott, ich muss die neue Seite laden. Wenn wir jetzt Ja. abstürzen, dann wissen wir warum. Ja, gleich kommt's. User left your channel. Ah, nee, das hört ja keiner. Es hat, danke, nee, es hat Ja, aber richtig. geklappt. Sehr Es hat schön. geklappt. Genau, hier steht es. Ja, also da ging es allgemein um Heiler. Ne? Hier steht, Heiler im PvP, die sollen genervt werden. Das ist so ein Beitrag hier im offiziellen Forum. Und der Mensch, der fürs PvP verantwortlich ist, dieser Alex Modney, hat gesagt, dass sie bereits auf dem PTS ja gesehen haben, dass immer mehr Heiler oder dort auf dem PTS sehr viele Heiler aktiv waren. Da hatten wir, glaube ich, auch drüber berichtet damals. Und die haben damals gesagt, okay, das scheint irgendwie an dieser höheren Heilerpopulation auf dem PTS zu liegen und wäre halt in echt nicht so ein großes Problem. Aber sie beobachten das, haben sie gesagt. Und ja, wenn sie halt sehen, dass das irgendwie tatsächlich so ist, dass sie zu mächtig sind und dass dadurch halt die Dynamik zu sehr leidet, dann wollen sie halt dort ja kleinere Anpassungen vornehmen. Und das wird dann aber vor allem irgendwie bei System-Adjustment steht hier, also Anpassungen bei Effekten wie Trauma der Fall sein. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, was Trauma ist, weil ich nicht so viel PvP mache, aber Ja, auch es wird nicht. schon irgendwas sein, was Sinn Ja. macht. Ja, Was mein ist denn das? Gott. Ist das, ist das die, ist das die, ist das der Unterbrechungsschutz? Trauma? Ich habe keinen Dunst. Brauchst du mich nicht fragen, wirklich. Wenn ich PvP spiele, gehe ich rein, kloppe auf irgendwelchen Leuten rum, bin da eigentlich immer ganz gut mitgefahren und das war's auch. Ja. Ja, okay, schön. Abgesehen davon, dass sich dann immer mal Leute beschwert haben, warum bist du nicht aufgewertet? Ja, Ja. so ist es. Ja, es ist dann immer schön, wenn man dann hinterher trotzdem noch besser ist als die. Das ist dann immer Genugtuung. Ja, wir sind keine PvP-Experten. Nee. Unsere Expertise liegt in anderen Bereichen, von daher. Wenn irgendjemand möchte, dann kann er gerne uns ganz viele Sachen für PvP schicken. Die veröffentlichen wir dann auch gerne. Wegen Bier gern. Ja, richtig. Aber bei uns ist es natürlich, ist das echt ein Problemchen, ne? Ich weiß Ja, nicht, also. damit können wir halt nicht dienen, ne? Ja. Ist halt so, ne? Ja, Ich meine, richtig. in der beschränkten Zeit, die wir im Spiel verwenden, wenn wir es denn dürfen, von Ja. unserem Internet aus, dann machen wir meistens PvE-Dinge. PvP kommt tatsächlich bei uns sehr kurz, das ist schon richtig. Ja. Aber weil das so kurz kommt, möchte ich jetzt nochmal ganz kurz, habe ich jetzt keine extra News zugeschrieben, weil ich es jetzt auch nicht so super spannend fand, aber das kann ich trotzdem nochmal kurz erzählen, was für Belohnungen die Leute bekommen in Saison 6, weil das ist auch schon bekannt. Zumindest oberflächlich, ja. Also wenn man mit Bronze abschließt, dann bekommt man natürlich irgendein einzigartiges PvP-Item, steht hier. Also was es genau ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass es natürlich auch diese bronzene Dekoration gibt, die es jetzt ja seit längerem in jeder Saison gibt. Und 5400 Saison 6 Tokens. Ne? Das ist ja jetzt dieses Tokensystem, dass man jetzt pro Saison Tokens kriegt, mit dem man sich dann die Ausrüstung auch kaufen kann. Nicht? 5400 Stück gibt es dafür. Wenn man im silbernen Tier ist, gibt es schon 26.000 Stück davon. Und wenn man im goldenen Tier ist, dann gibt es da schon 113.000 Stück von. Na, das ist schon ganz schön viel. Und wenn man unter den Top 96 Spielern weltweit ist, also ne, unter den Top 3 besten Charakteren der jeweiligen Vertiefungsklasse, dann bekommt man 144.400 Saison 6 Auszeichnungen. Und irgendwann haben sie mal gesagt, mit diesen Auszeichnungen, die du bekommst, wenn du unter den Top 96 Spielern bist, kannst du dir alle Dinge kaufen, die es gibt.
Das ist aber schon mal eine ganz gute Rechnungsgrundlage dann für uns, weil dann wissen wir, okay, für 144.400 Tokens kann man sich alles kaufen, was es gibt. Mhm. Ja, und die kann man natürlich auch theoretisch bekommen, wenn man nur Bronze ist, weil man ja für die entsprechenden Spiele auch diese Tokens bekommt. Aber wir hatten da ja schon mal irgendwie so eine Rechnung von irgendeinem Entwickler damals gehabt, ne, wo man da gesehen hat, dass man da irgendwie, was weiß ich, wie viele Spiele pro Tag machen muss und irgendwie 50% gewinnen muss und keine Ahnung. Ne? Mhm. Also das ist dann relativ schwierig. Aber das gibt's da auf jeden Fall. Und was es dann beim Händler geben wird, ist auch schon bekannt. Der Händler wird erst nach Ende der Saison 6 dann freigeschaltet. Und dann wird es geben, diesen Tier 3 Titel, den kann man sich kaufen. Der kostet dann beispielsweise 1800 Tokens. Ne? Und dann gibt es einen Farbkristall, schwarz-silber gestreift, keine Ahnung. Der kostet 3600 Tokens. Ne? Und der Tier 2 Titel 6000 Tokens. Das Waffenset 20.000. Der Tier 1 Titel 32.000. Noch so eine Lockbox hier mit verschiedenen Farbkristallen 33.000. Und das Mount, was man sich ja dann auch kaufen kann, kostet 48.000 Tokens. Jawohl. Also schon mal für die, die jetzt schon fleißig am Farmen sind, ja, wissen Bescheid, wie viel sie brauchen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die Saison 6 dann mit Release des Addons enden wird. Das heißt, man hat jetzt entsprechend noch 2 Monate oder 3 Monate knapp, 2 Monate, 26 Tage aktuell Zeit. Und ja, da weiß man immerhin, was man sich dafür kaufen kann am Ende. Ja. Gut, das wäre im Prinzip alles, was in den vergangenen 2 Wochen passiert ist. Glaube ich zumindest. Ja, also mir fällt jetzt eigentlich auch nichts mehr ein. Na, gut, ja. Also haben wir das schon mal auf jeden Fall alles abgeändert. Was können wir in naher Zukunft erwarten? Nicht so viel, weil natürlich Sommerloch, andererseits sind du und ich auch privat sehr eingespannt jetzt in den nächsten 2-3 Wochen, ich zumindest, von daher. Anfang, Mitte September. Ja, von daher ist da jetzt auch nicht so super viel Zeit, ja. Die wir ins Spiel und dann entsprechend in andere Dinge investieren können. Aber wir wollen mal schauen, was wir denn machen. Also diese PvP-Idee finde ich gar nicht schlecht. Da könnte man nochmal wieder reinschauen. Hm. Ich habe ja auch die Woche oder letzte Woche irgendwann mir schon mal ein paar verschiedene andere Skillungen angeschaut, die ich vielleicht nochmal näher betrachten wollte. Beispielsweise beim Frontkämpfer die Plasma-Tech beziehungsweise beim Power-Tech die Pyrotech-Skillung. Habe ich auch schon ganz gut durchblickt. Vielleicht schaue ich mir die nochmal irgendwann in einem Video separat an. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wurde gestern oder vorgestern ein Video zum Kommando gefordert beziehungsweise zum Söldner in der DOT-Skillung. Ja, ich habe es schon gesehen, aber das kann ich nicht machen. Kommt ja nichts bei rum. Ich kann kein Video von etwas machen, womit ich selber keinen Schaden mache. Das passt in meinem Kopf nicht zusammen. Tut mir leid. Ja. Das meine ich wirklich nicht böse, aber das geht ja nicht. Nachher mache ich da wirklich doch noch irgendwas falsch und dann blamiere ich mich noch. Glaub ja, nicht. Ja. Sowas machen wir nicht. Nee, ne? Machen wir nicht. Lass mal lieber. Also da möchte ich wirklich bitten, also wenn du da nochmal ein Video möchtest oder so, dann wende ich an wen anders. Sorry. Ja, ich weiß nicht, ich stehe mit dem Dot-Kommando, Dot-Söldner, stehe ich auf Kriegsfuß. Also das ist wirklich ein Arschloch. Entschuldigung. 18er, jetzt mal wieder ein Schild vormachen. So, ja, ne? Explicit Content. Ja, richtig. So ist es. Mag ich nicht. Nee, ich kann es nachvollziehen. Ich wollte ja meinen auch mir nochmal genauer angucken, aber es hat mich natürlich etwas demotiviert alles. Ja, richtig. Also die Arsenal-Skillung, die oder Gunnery Artillerist, genau, die ist natürlich total einfach zu spielen, aber die macht einfach keinen Schaden. Ne? Du weißt, also wenn du wirklich das Glück hast, Crit Luck, dann kannst du auch mit vollem 192er Gear mit Mühe, Not und Schwitzen und allem drum und dran kannst du an deine 4-4 kommen, aber es ist kein Gang und Gäbe. Das ist wirklich, wenn du oberstes Crit-Luck hast, ne? Du crittest natürlich auch mit 15.000 mit deiner Wärmesuchrakete oder wie das andere auch immer noch heißen mag. Aber ey, so eine Klasse, die spiele ich dann lieber als Heiler. Gut. Haben wir da auch nochmal ein Statement gehört? Richtig. Könnte ich jetzt auch noch eine Stunde weitermachen. Ja. Gut. Ja, vielleicht ändert sich das ja. Vielleicht wird er ja im Addon so umgekrempelt, dass er dir wieder mehr liegt. Oh, ja, bitte. Das ist eh auch noch eine spannende Geschichte, denn es soll ja wieder neue Fähigkeiten geben. Ich bin ja gespannt, wie sie das alles verquicken, ne? Weil prinzipiell kriegst du ja immer mehr Fähigkeiten und es wird immer komplizierter. Mhm. Wahrscheinlich machen sie es wieder so, dass die neue Fähigkeit irgendeine alte ersetzt oder sowas. Ne? Das kann gut sein.
Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Können wir machen. Ob wir nächste Woche zu ähnlicher Zeit wieder eine Ausgabe machen, das ist jetzt einfach mal nicht sicher, sagen wir es mal so. Das liegt einerseits natürlich darauf an, oder das kommt darauf an, was passiert im Spiel. Wir sehen ja jetzt schon, dass nicht viel passiert. Ich meine, das, was jetzt in 2 Wochen passiert ist, das, ja, weiß ich nicht, das ist manchmal in einer halben Woche passiert. Ja. Und von daher ist das natürlich alles nicht so ganz ergiebig. Außerdem natürlich, wie wir jetzt da Zeit haben, da wollen wir uns jetzt nicht so einen großen Stress machen. Ja. Und ich denke, man hat sowieso genug andere Dinge im Sommer vor, außer uns hier irgendwie zuzuhören. Von daher ist das, glaube ich, auch nicht so super schlimm. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt mal Feierabend. Das ist auch schon wieder so ultra ekelhaft heiß hier oben. Ich weiß gar nicht, warum. Wetterbericht. Wir haben vorher ganz vergessen. Morgen soll es abgehen, ne? Aber richtig heftig abgehen, so wie ich das gehört habe. Ey, du, ganz ehrlich, ich finde das gut. Ja. Ich kann das nicht ab, diese Hitze. Aber morgen soll... Weißt du, auf was ich mit abgehen meine? Gewitter, oder was? Ja, nee, Gewitter nicht. Also, das ist das Einzige, was nicht kommen soll. Soweit ich das mitgekriegt habe. Also Ansage ist, dass im Norden und Mitte Deutschlands eben heftige Unwetter kommen sollen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 km/h und Starkregen. Oh ja. Also das ist angesagt. Ob uns das jetzt hier Nähe Hannover, Braunschweig trifft, ist was anderes. Man muss gucken, was jetzt mit Mitte Deutschlands definiert ist. Aber wir sind ja doch noch relativ nördliche Mitte, möchte ich jetzt mal behaupten. Und ich denke mal schon, dass wir da ein bisschen was abkriegen und dann muss man einfach mal schauen, was das Regenradar so sagt und wie der Tag dann morgen wird, ne? Ja, meine Wettervorhersage auf dem Handy sagt mir gerade, dass es so ab 14 Uhr Regen gibt, angeblich. Ja. Und ab 16 Uhr ist hier so eine lustige Windböe abgebildet. Ja, das gucken wir doch einfach mal auf einer Reise, ist es weise, schaue ich auf Wetterkommen war es ja nicht, Reisekommen, das war jetzt falsche Werbung. Kriegen wir natürlich auch kein Geld für, ne? Nee, leider nicht. Ja, kannst du ja mal anfragen. So, jetzt haben wir neue Wetterwarnung für Stadtseilsgitter. Vorab Information Unwetter vor Orkanböen. Genau, hier haben wir das. Genau, Wettervorwarnung. Genau. Warnung, alle Warnung. Ja, aber hier steht jetzt nicht was. Aber extremes Unwetter ist jetzt noch nicht geschrieben. Müssen wir mal gucken. Alle Warnung, was steht denn hier? Ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am Freitag, 24.07. Also hiernach kommt übrigens nichts mehr. Ihr könnt schon ausmachen, wenn es langweilig ist. Ja, richtig. Aber wer den Wetterbericht noch zu Ende hören möchte, der kann auch gerne dranbleiben. Ich möchte das gerne noch wissen. Ja. Ab der zweiten Nachthälfte teils gewittriger Starkregen von Westen küstennah Windböen. Samstag gebietsweise Gewitter, später stürmisch. Entwicklung der Wetter- und Warnlage für die nächsten 24 Stunden bis Samstag, 25.07.2015, 15.30 Uhr. Ein Zwischenhoch sorgt heute noch für ruhiges Wetter. Ab der Nacht zum Samstag greift ein Sturmtief, welches von Frankreich nach Südskandinavien zieht, mit seinen Ausläufern auf Norddeutschland über. In der Nacht 55 km/h Windböen bis an der Küste natürlich bis hin zu schwerem Sturm, orkanartige Böen, Gewitter. Ab der zweiten Nachthälfte zum Samstag kommt vom Westen her starker Regen mit eingelagerten Gewittern. Dabei auch Sturmböen und Starkregen. Und die nächste Aktualisierung spätestens heute um 20.30 Uhr. Damit ist der Wetterbericht beendet und damit möchte ich mich herzlich verabschieden und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Na, dann hoffe ich, dass sie den Verteilerkasten richtig abgedichtet haben. Nicht, dass da noch weiter Wasser reinläuft und dann ist alles kaputt. Ja, der war gut. Ja, okay. Ja, gut. In dem Sinne. Macht es gut und wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Ja, bis dahin. Servus, haut rein.